In Tschechien gibt es wohl die gruseligste Kirche Europas. In der Gemeinde Lukova steht diese genannte Geisterkirche, auf deren Bänke einige in Laken gehüllte unheimliche Gestalten sitzen. Schweigend verbringen die gesichtslosen Figuren die Zeit an diesem Ort. Von außen sieht die Kirche auch nicht sonderlich einladend aus. Umgeben ist sie von einem Friedhof und das Gebäude an sich ist auch schon ziemlich dem Verfall ausgeliefert. Hier und da bröckelt es. Im Inneren, bei schwachem Kerzenschein, erkennt man die geisterhaften Figuren auf den Bänken sitzen, die der tschechische Künstler Jakub Hadrava dort platzierte. Erbaut wurde die St. Georg-Kirche im Jahr 1352 im damaligen Böhmen. Ende des 18. Jahrhunderts brannte die Kirche jedoch aus, weshalb man sie wieder erneut aufbauen musste. 1968 stürzte dann auch noch während einer Beerdigung das Dach der Kirche ein. Die Bewohner Lukovas hielten dies für ein schlechtes Zeichen, als laste ein Fluch auf diesem Gemäuer. So hielt man die Messen lieber außerhalb der Kirche ab. Doch so unheimlich diese Geistergestalten noch sein mögen, immerhin ziehen diese viele Touristen aus der ganzen Welt an. Eventuell könnte der Tourismus die Kirche vielleicht vor dem Verfall bewahren. Immerhin ließe sich somit Geld für die Renovierung einbringen. Und, in der Tat, nach einigen Jahren konnte man zumindest schon einmal das Dach reparieren und weitere kleine Stabilisierungsarbeiten vornehmen. Trotzdem dürfen die Geister vorerst bleiben. Und heute ist es sogar möglich, wieder im Inneren zu beten, ohne dass man Angst haben muss, von einem herabfallenden Stein erschlagen zu werden. Wer sich also dorthin zum Gebet begibt, hat die einmalige Gelegenheit, neben diesen eindrucksvollen Spukgestalten zu sitzen. Insgesamt befinden sich in der Kirche 32 dieser Geisterfiguren aus Gips. Am Anfang waren es bloß 9 Stück in ihrer Zahl. Die Figuren sollten die Sudetendeutschen darstellen, die vor dem Zweiten Weltkrieg in Lukova lebten und sonntags immer zum Gebet erschienen. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über eine gute Bewertung und einen Kommentar freuen. Kritik, Anregungen und Vorschläge sind ebenso immer gerne gesehen. Bis zum nächsten Mal, euer Mythnustempler.